Hallo und herzlich willkommen, liebe HiFi-Freunde. Heute werden wir uns mal dem Thema Bassreflexlautsprecher widmen. Und ich werde euch mal ein paar Dinge zeigen, die ihr bisher vielleicht noch nicht wusstet und die euch mit Sicherheit verstehen lassen, wie dieses Ding eigentlich funktioniert. Fangen wir mal mit den Grundlagen an. Wofür überhaupt ein Lautsprechergehäuse? Warum sind fast alle Lautsprecher, es gibt Ausnahmen, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, fast alle Lautsprecher in irgendwelche Gehäuse eingebaut? Das ist relativ einfach zu verstehen. Wenn wir uns einen Tieftöner angucken, wie diesen kleinen hier, dann haben wir eine Membran. Diese Membran versetzt die Luft in Schwingung. Und jetzt sieht man schon, die Membran hat natürlich eine Vorderseite und eine Rückseite. Wenn ich jetzt diesen Treiber, so nennen wir den, nicht in ein Gehäuse einbaue, dann strahlt er hier vorne Schall ab, nach vorne weg und hier hinten saugt er den sozusagen direkt wieder ein. Das heißt, bei tiefen Frequenzen haben wir hier einen sogenannten akustischen Kurzschluss. Das führt dazu, dass im Tieftonbereich praktisch gar keine Schallenergie abgegeben wird. Aus diesem Grund bauen wir den jetzt mal hier in ein Gehäuse ein. Die einfachste Form eines Gehäuses ist ein geschlossenes Gehäuse, einfach eine Kiste, eine geschlossene Kiste. Da sieht man, die Vorderseite der Membran kann jetzt den Schall schön abstrahlen und die Rückseite strahlt in das Gehäuse ab. Ziel dieses Gehäuses ist es jetzt, diesen rückwärtigen Schall möglichst vollkommen auszulöschen. Das heißt, die Energie, die Schallenergie, die nach hinten abgegeben wird, wird schlicht und ergreifend in Wärme umgewandelt. Und dann nimmt man dicke Gehäusewände, viel Dämmmaterial innen drin, damit innen drin wirklich die Energie in Wärme umgewandelt werden kann und so wenig wie möglich durch die Gehäusewände an Schall nach außen austreten kann. Das ist dann das sogenannte geschlossene Gehäuse. Das funktioniert wunderbar. Es gibt viele Konstruktionen, wo das sehr gut funktioniert und es ist relativ leicht zu berechnen, leicht zu beherrschen, aber es hat einen Nachteil. Im Bass haben wir einen abfallenden Verlauf und wir verschwenden halt die komplette Energie, die von der Rückseite der Membran abgegeben wird. Der Bassreflexlautsprecher hat jetzt zum Ziel, diese rückwärtige Energie wenigstens teilweise zu nutzen. Wie macht man das? Im Prinzip ganz einfach. Nach dem Mathematiker Helmholtz baut man einen sogenannten Helmholtz-Resonator, indem man ein Rohr, im günstigsten Falle nur ein Loch, aber in den meisten Fällen ein Rohr, ins Gehäuse einbaut. Was passiert jetzt durch dieses Rohr? Das können wir uns so vorstellen, dass wir jetzt vorne den Lautsprecher haben. Das Gehäuse selber wirkt jetzt wie eine Feder und das Rohr hier hinten, die Luft in dem Rohr, wirkt wie eine Masse. Wir haben also hier ein erweitertes Masse-Feder-System im Grunde genommen. Damit man sich vorstellen kann, was jetzt da genau passiert, zeichne ich euch erstmal auf, was im Frequenzgang passiert. Und zwar ist es so, wir nehmen mal an, wir haben den Pegel SPL und wir haben die Frequenz F. Dann haben wir bei dem geschlossenen Gehäuse einen abfallenden Verlauf mit etwa 12 dB pro Oktave und gehen dann in den Übertragungsbereich. Und wir sagen jetzt einfach mal, dass wir hier auf der Höhe ungefähr 100 Hertz haben. Damit klar ist, von welchem Bereich sprechen wir da eigentlich, von welchen Frequenzen sprechen wir eigentlich. Bei dem Bassreflex-Lautsprecher sieht das jetzt anders aus. Weil wir haben zwar jetzt auch wieder diesen Direktschall von unserer Tieftonmembran, aber wir haben jetzt auch noch den Schall, der über das Bassreflexrohr abgegeben wird. Das Ganze sieht dann so aus. Der Treiber nach vorne gibt wieder den Schall wieder und bricht dann interessanterweise ein, kommt wieder hoch und geht dann auch hier runter. Wieso passiert das? Ganz einfach, der Bassreflexkanal macht jetzt Folgendes. Der hat hier den anstiegenden, steigenden Frequenzverlauf und geht hier wieder runter. Das ist ganz typisch für einen Resonator, relativ schmalbandig mit viel Pegel. Und in diesem Punkt hier addiert sich der Schall von der Membran und von dem Rohr perfekt mit 6 dB. Das heißt, der resultierende Frequenzgang ist dann dieser hier. Und jetzt sehen wir schon den Unterschied zwischen dem geschlossenen Gehäuse und dem resultierenden Frequenzgang bei dem Bassreflexgehäuse. Es gibt zwei entscheidende Unterschiede. Der eine Unterschied ist der, wir gewinnen in diesem Bereich an Schallenergie. Das heißt, man sieht jetzt im Bass, wir spielen tiefer und lauter. Das ist natürlich genau das, was wir haben wollen. Unterhalb einer bestimmten Frequenz bricht uns allerdings der Frequenzgang etwas steiler weg als beim geschlossenen Gehäuse. Das ist dieser Bereich hier.
In der Regel ist das aber ein Bereich, den wir sowieso gar nicht wiedergeben wollen oder können, aus Größengründen oder warum auch immer. Das heißt, in dem wirklich relevanten Bereich gewinnen wir enorm dazu. Hier verlieren wir ein bisschen, ist in der Regel kaum wahrnehmbar oder ja, es wird in Kauf genommen. Es ist ein guter Kompromiss, sagen wir es so. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Warum resoniert dieses Rohr in einem ganz bestimmten Bereich nur? Dazu gibt es ein ganz schönes, anschauliches Experiment oder einen anschaulichen Aufbau. Wir können uns das so vorstellen. Hier, man sieht es schon, das soll die Membran repräsentieren. Und dieses Gewicht ist die Masse im Bassreflexkanal. Das heißt, das entspricht ja der Luft, die in Bewegung gesetzt wird, die dann auch den Schall abstrahlt. Das heißt, das ist ein Schallabstrahler und das ist hier ein Schallabstrahler. Jetzt gehen wir in diesen ganz tiefen Frequenzbereich. Da, wo wir gesagt haben, okay, da kommt es zur Auslöschung, da findet kein Schalldruck mehr statt. Das heißt, es sind sehr langsame Frequenzen und wir können uns das so vorstellen, wenn jetzt die Membran hochgeht und runter, beziehungsweise ins Gehäuse und aus dem Gehäuse raus, dann folgt die Luftsäule. Und das heißt, hier gehe ich raus, hier gehe ich rein. Das ist genau das, was wir bei dem Treiber als akustischen Kurzschluss hatten. Das heißt, hier findet keine Schallabstrahlung statt. Es löscht sich sozusagen gegenseitig aus. Dann haben wir diesen Bereich, wo der Bassreflexkanal maximale Energie abgibt. Das heißt, das sehen wir hier. Meine Hand bewegt sich kaum, das heißt, die Membran bewegt sich kaum, aber hier haben wir sehr viel Bewegung und es ist genau gegenläufig. Das heißt, während er aus dem Gehäuse rausdrückt, schiebt er auch aus dem Gehäuse raus. Das ist dieser Bereich der Resonanz. Oberhalb wird der Pegel von dem Bassreflexkanal immer weniger und es gibt im Prinzip nur noch der Tieftöner den Schall ab, also die Membran. Das ist, wenn ich mich jetzt sehr schnell bewege, sieht man, es bewegt sich kaum. Ich kann mich gar nicht so schnell bewegen. Er bewegt sich viel, hier tut sich nichts. So kann man sich das relativ leicht vorstellen. Also wir haben ein klassisches Masse-Feder-System mit einer Resonanz und einem Bereich darunter und einem Bereich darüber. Wie stimme ich das Ganze jetzt ab? Das Rohr muss natürlich nach dieser Helmholtz-Formel berechnet werden. Und jetzt gibt es immer wieder die Vorstellung, wenn ich jetzt den Durchmesser von dem Rohr größer mache, dann wird ja auch die Masse da drin größer, dann verschiebt sich ja auch die Frequenz von meinem Resonator nach unten zu tiefen Frequenzen. Das ist leider nicht der Fall. Es ist genau umgekehrt. Habe ich eine gegebene Rohrlänge und ich möchte das, also dieses Gesamtsystem tiefer abstimmen, muss ich das Rohr im Durchmesser reduzieren. Klingt erstmal unlogisch, ist aber so. Wenn man sich die Formel anguckt, sieht man es, der Rohrdurchmesser steht im Zähler, das heißt, je größer ich den mache, umso höher wird meine Frequenz, meine Abstimmfrequenz. Die andere Alternative ist, ich habe einen gegebenen Durchmesser. Jetzt will ich zu tieferen Frequenzen abstimmen, dann muss ich das Rohr länger machen. Das passt auch in die eigene Vorstellungswelt ganz gut rein. Eine andere Frage, die sich immer wieder stellt, jetzt habe ich ja eh schon ein Loch im Gehäuse, dann muss das Gehäuse auch ansonsten nicht so dicht sein. Muss auch nicht so super gebaut sein, weil ist eh ein Loch drin. Das ist ein ziemlicher Trugschluss. Denn sobald ich Undichtigkeiten im Gehäuse habe, reduziere ich meine Bassreflexfunktion. Das heißt, ich habe jetzt eine unsaubere Verklebung, das Rohr ist nicht sauber eingebaut oder irgendwas. Die Treiber gehen ein bisschen Luft dran vorbei. Dann passiert Folgendes. Der Lautsprecher gibt nicht mehr die ganze Energie an den Bassreflexkanal ab, sondern es entstehen sogenannte Verluste. Das heißt, dieser Einbruch hier, da wo die Energie an das Bassreflexrohr abgegeben wird, der wird immer flacher, bis ich letzten Endes, wenn ich zu viele Verluste habe, im Prinzip ein geschlossenes Gehäuse wieder habe, im besten Fall. Im schlechtesten Falle Strömungsgeräusche, Störungen und gar keinen Bass. Also das, im schlimmsten Fall funktioniert es halt einfach gar nicht. Also, auch Bassreflexgehäuse müssen zwingend absolut dicht sein. Dann ist es so, wo positioniere ich das Bassreflexrohr? Auch da gibt es ganz viele Ansichten, ganz viele Ansätze, das ist besser, das ist besser. Es ist oft ein Kompromiss, den man eingehen muss. Denn zum Beispiel haben wir über den Bassreflexkanal je nach Konstruktion nicht diesen perfekten Verlauf natürlich, sondern wir bekommen etwas, was eigentlich total unerwünscht ist. Wir bekommen im Bereich, ich sage jetzt mal zum Beispiel 1 Kilohertz, bekommen wir Resonanzen, die sozusagen
entweder aus dem Gehäuseinneren durch das Rohr nach außen dringt oder vom Rohr selber, also eine Eigenresonanz. Da müssen wir also ganz genau gucken, wie stark ist das hier, weil das ist natürlich total unerwünscht. Ist das unvermeidlich bei einer Konstruktion, ist es immer besser, den Kanal zum Beispiel nach hinten zu machen. Dann ist es so, wie sieht das aus bei so einem schicken Lautsprecher wie diesem hier? Wo wollen wir denn da ein Rohr in der Front unterbringen, sodass es immer noch gut aussieht? Wüsste ich nicht. Also, die Optik spielt immer eine Rolle. Das Auge isst mit, das wissen wir auch bei HiFi. Man kann eckige Kanäle, man kann runde Kanäle machen, dreieckige Kanäle. Man muss halt nur darauf achten, dass sie a groß genug sind, damit wir keine Strömungsgeräusche bekommen. Und, wie es hier bei dem Lautsprecher auch gemacht ist, möglichst keine scharfen Kanten, keine scharfen Ecken, sondern Abrundungen, damit die Luft, die sich da drin bewegt, keine Geräusche produziert. Also keine Störgeräusche, keine Strömungsgeräusche. Das war es eigentlich soweit zum Bassreflexlautsprecher. Es gibt allerdings noch eine Besonderheit. Und zwar kann man statt des Rohres, also einer Röhre, einer wie immer gearteten Röhre, auch eine sogenannte Passivmembran benutzen. Das heißt, ich nehme das Rohr raus und setze stattdessen eine sogenannte Passivmembran rein. Diese Passivmembran ist nichts anderes als ein Tieftöner ohne Magnet und ohne Schwingspule. Also einfach nur eine Membran, die elastisch aufgehängt wird. Die wird jetzt abgestimmt nicht durch nur die Größe oder was auch immer, sondern die Größe und die Masse, die sich hier bewegt. Das heißt, die Membran hat ja ein Gewicht. Dieses Gewicht in Verbindung mit der Aufhängung der Größe, die bestimmt dann die Funktion der Passivmembran im Gehäuse und muss genauso sauber abgestimmt werden wie ein Bassreflexkanal. Warum dann überhaupt diese oder jene Lösung? Die Passivmembran benutzt man sehr gerne zum Beispiel bei sehr kompakten Subwoofern, weil dann die Rohre, die man da verwenden müsste, sehr groß, sehr lang sind, sehr viel Volumen brauchen. Das ist oft nicht praktikabel, also nimmt man da eine Passivmembran. Bei einem Lautsprecher wie diesem ist aber das Rohr zum Beispiel überhaupt gar kein Problem, das hier unterzubringen. Weder die Größe noch die Länge sind irgendwie ein Faktor, der relevant ist. Weil die Funktion mindestens genauso gut ist wie bei einer Passivmembran, dann spart man tatsächlich einfach auch Geld, indem man sagt, ein Rohr, eine einfache Röhre ist immer günstiger als jetzt zum Beispiel eine Passivmembran, die viel aufwendiger zu fertigen ist und damit einfach teurer wird. Zuletzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie relevant ist es eigentlich für den Klang, wo ich jetzt den Bassreflexkanal positioniere? Auf der Rückseite, auf der Vorderseite, manche machen ihn unten in so einem Sockel, in einer Sockelkonstruktion. Grundsätzlich versucht man schon, den Austritt des Bassreflexrohres mit auf die Front zu bringen, in die Nähe der Tieftöner, weil dann die Schalladdition über den ganzen Bereich optimal ist. Bei den Wellenlängen, von denen wir sprechen, ist es aber fast vernachlässigbar. Es gibt viele Konstruktionen, die Bassreflexrohre auf der Rückseite haben, die super dynamisch und sauber klingen. Das ist normalerweise kein Problem. Ein Problem kann es werden, wenn der Lautsprecher sehr dicht an die Wand rücken muss. Das heißt, ich habe das Rohr hinten und der Lautsprecher muss jetzt sehr dicht an die Rückwand rücken, zum Beispiel nur so 5 cm, 10 cm. Dann verändert sich im Prinzip das Bassreflexrohr. Es wird verlängert, es verändert seine Abstimmfrequenz. Dann ist es auf jeden Fall günstig, das Rohr vorne zu haben. Aber ab etwa 10, 15 cm macht es praktisch keinen Unterschied mehr, ob es vorne oder hinten ist. Von daher achtet darauf, wenn ihr den Lautsprecher ganz dicht an die Wand stellen wollt, kein Bassreflex-Lautsprecher mit einem Rohr hinten. Wenn ihr ein bisschen Luft habt, 10 cm, 15 cm, das hat man eigentlich immer, dann macht es keinen Unterschied, wo das Rohr ist in Bezug auf die Aufstellung. Ich denke, das war's für heute zum Thema Bassreflex-Lautsprecher. Und wenn ihr noch Fragen habt, kein Problem, in den Kommentaren eure Fragen stellen oder wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr meint, oh, du hast noch was vergessen, das können wir nachtragen. Wir können euch gerne noch andere Themen näher bringen. Also gerne eure Kommentare hinterlassen und wir sehen uns wieder zum nächsten Thema. Tschüss, bis dahin.